Ja, hallo, ich bin jetzt erst das zweite Mal hier und ich muss erstmal ganz Lob buddeln an die Veranstalter und Organisatoren hier, dass sie sich weder von Wind und Wetter noch von irgendwelchen Festivalitäten abhalten lassen, das hier zu machen. Ich finde euch total großartig, dass ihr das macht. Also fetten Applaus mal für die Leute hier. Falls alle Leute hier mitarbeiten, dann für uns alle einmal, dass wir uns selber belohnt wurden. ich komme eigentlich mit einem Anliegen, was mit reinspielt in diese ganze Geschichte. Und falls die Veranstalter hier der Meinung sind, dass das doch nicht so ganz reinspielt, dann bitte mich gleich bremsen. Und zwar, ich bin mit beteiligt unterwegs bei einer Sache, und zwar, es gibt ein transatlantisches Freihandelsabkommen zwischen der USA und Europa, was auf EU-Ebene durchgesetzt werden soll. Und dieses Freihandelsabkommen ist im wahrsten Sinne, das ist ein freier Handel. Das heißt, wenn das so durchkommt, wie sie es auf EU-Ebene machen wollen in Brüssel, dann haben wir hier demnächst Chlorhühnchen, dann haben wir hier Genmais, dann haben wir von Tarifen für gute Arbeit, mal ganz zu schweigen. Menschenrecht wird untergraben. Also das heißt, auf gut Deutsch, die wollten das durchdrücken. Verschiedenste Organisationen in Europa sind dahinter gekommen, engagieren sich, wollten eine Bürgerinitiative machen. Die wurde dann abgelehnt auf EU-Ebene. Und es gibt jetzt eine selbstorganisierte Bürgerinitiative. Wir sammeln Unterschriften, wir informieren auch die Bürger über dieses Freihandelsabkommen. Und da habe ich einmal Flyer dazu da von der Umweltinstitut München. Das sind einmal Umwelt-, aber auch Menschenrechtsorganisationen. Also es ist eine ganz bunte Mischung, sind um die 300 europaweit und es sind schon 800.000 Unterschriften zusammengekommen. Ja, also das ist wirklich ein sehr heißes, brandheißes Thema, das wollten wir so durchwinken, damit wir hier amerikanische Verhältnisse richtig bekommen. Ja, ich sammle jetzt, ich habe leider keinen Kugelschreiber, ich sammle aber trotzdem Unterschriften, ansonsten wer mag, ich habe hier ein paar Vordrucke, die kann er auch mit nach Hause nehmen, hier sind noch ein paar Flyer, weil ich denke, es ist einfach wichtig, dass sowas auch gesagt wird, weil das spielt auch alles mit Demokratie, Menschenrechte ab. Es gibt zu TTIP gibt es Veröffentlichungen, dass dieser Gesetzentwurf ein direkter Abbau der Demokratie ist. Und das wollte ich einfach nochmal loswerden, darauf hinweisen. Und ich lasse das mal so rumgehen. Jeder kann sich einen Flyer nehmen oder einen Zettel. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja, erstmal vielen Dank und da bist du völlig richtig hier, denn das alles gehört zu unserem Leben hinzu und wir alle werden davon betroffen sein, wenn dieses TTIP-Abkommen durchkommt. Und wenn man also gerade hört, was da momentan für ein Prozess geführt wird, da gab es wohl Absprachen zwischen den Fluggesellschaften von irgendwelchen oder zu irgendwelchen Transporten. Und jetzt hat, glaube ich, ich glaube die Deutsche Bahn, ich habe es eben nur ganz kurz im Radio gehört, im Auto, ich glaube die Deutsche Bahn hat jetzt geklagt wegen entgangenem Verlust, weil sie eben halt da preislich dann nicht dagegen angekommen ist, wegen den Preisabsprachen. Da gab es wohl schon vom Kartellamt 800 Millionen Euro Strafgelder und jetzt wird da irgendwie 2 Milliarden sollen da eingeklagt werden. Das war so ein Beispiel, ein kleines Beispiel, was noch alles auf uns zukommen wird. Und die Frage ist dann letztendlich, weil es werden dann nämlich nicht mehr Unternehmen verklagt, sondern Unternehmen verklagen die Staaten, also uns. Und wir Steuerzahler, wir können dann dafür gerade stehen, dass dann irgendwelche entgangenen Gewinne ausgeglichen werden. Und das ist das Schlimme und das wird uns alle betreffen und deswegen sollten wir auch alle dagegen vorgehen, uns dagegen stellen. Deswegen finde ich so eine Aktion total klasse. Dankeschön, mir ist gerade noch was eingefallen. Der Hauptschwungflyer ist CETA. Falls ihr euch jetzt wundert, also es gibt einmal TTIP, das ist das Trade-Handelsabkommen zwischen USA und dann gibt es CETA, das ist ein Handelsabkommen zwischen EU und Kanada, zwischen EU und Kanada. Und das ist im Grunde ein Paket.
Also falls ihr jetzt einen CETA-Flyer in die Hand bekommen habt, könnt ihr euch auf der Internetseite vom Umweltinstitut unter anderem auch informieren über CETA, über TTIP und natürlich auch dementsprechend da unterschreiben, falls ihr es heute nicht macht. Danke.